Lachen macht das Leben schön. Jetzt ist gleich soweit. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Singt schon wieder ein Lied von mir. Kommt es gar nicht. Phänomenal. Hey, du, als Luder, sag mal, hörst du schlecht? Dreimal hab ich jetzt schon geschrien. Ehrlich? Ja. Ich hab dich gar nicht gehört. Ja, das hab ich gespannt. Was? Ich hab nämlich geübt. Ja. Kannst du mir sagen, was du geübt hast? Singen oder lesen? Natürlich lesen. Singen kann ich doch schon. Soll das ein Gesang gewesen sein? Und freilich? Oh Gott, das will. Wir dann jetzt einen noch weg. Wie ist das noch? Also, du hast überhaupt keine Ahnung. Jetzt pass auf. Ja, jetzt pass auf. Letztes Jahr, gell, da war bei uns in der Sommerfrische eine. Die hat was verstanden von Gesang. Mhm. Die hat nämlich gesagt, ich. Ja. Ich, gell. Ja. Ich habe einen ausgesprochenen Metzger-Sopran. Die muss ja auch schon gehabt haben, als wäre Straubinger Sau. Du, gell? Kannst du überhaupt nicht mitreden? Du bist ja ein Depp! Oh, dass du mich immer bei meinem Vornamen nennen musst. Jetzt brauchst du bloß sagen, dass du kein Depp bist. Warum? Wer zum Beispiel hat denn heute Nacht an meine Kammer kommen wollen? Hä? Wer? Ja, wer hätte jetzt das sein sollen? Achso, ja, ich wollte kommen. Mhm. Und warum bist du dann nicht gekommen? Ich bin ja gekommen. Was? Eine geschlagene. Drei Viertel. So lang? Minuten. Habe ich an deiner Tür geklopft, aber du hast nicht aufgemacht. Wirklich? Ja. Puh, dann muss ich schlafen. Eben, sag ich doch. Verstehe. Ja. Also jetzt pass auf. Ja, pass auf. Wir haben ausgemacht, dass du um 10 Uhr zu mir an meine Kammer kommst. Ich war ja um 10 Uhr da. Um 10 vor 12. Ja, sag mal, du Depp, warum bist du da nicht um 10 Uhr gekommen, wie es ausgemacht war? Da habe ich geschlafen. Also? Habe ich doch recht. Bist doch ein Depp. Ja, vielleicht stimmt's. Ja, aber dabei kannst du mir jetzt leicht ein Puzzle geben. Ja. Jetzt geht's leider nicht. Warum geht's jetzt leider nicht? Weil ich muss. Was musst du? An einen Platz, wo der Mensch nicht zu zweit sein kann. Hä? Ja, nicht wahr sein. Immer wenn ich mit ihm lieb sein will, dann geht er. Das ist ja ganz gut, dass du gerade kommst, Bärin, weil so? Ich musste nämlich bezüglich meines Ausgangs heute Abend fragen, ob ich heute fortgehen darf. Du musst nicht überall dabei sein. Und außerdem, wir sollten heute auf die Nacht die Viecher versorgen. Du? Was, ich? Hm? Zum Beispiel. Oder auch der Bauer. Ja, der pennt doch sowieso den ganzen Sonntag. Ja, sag einmal, woher nimmst denn du die Frechheit, dass du das weißt, in 14 Tagen schaust du mal andere Arbeit um? Aha. Dass das du weißt. 14 Tage brauche ich gar nicht mehr warten. Ne? Ich hab's nämlich wirklich nicht notwendig, dass ich da am Hof den Trottel spule. So. Wenn ich auch einer bin. Ja, da schau her. Jetzt hör ich einmal. Jetzt sag ich dir was. Junges. Schönes. Intelligentes. Mädchen, das auch etwas kochen kann, zu kinderlosen Ehepaar nach München gesucht. Hä? Ui, da geh ich hin. Ein Schiff haben die auch. Was? Ja, da steht's noch. Schiffre. Sag einmal, wo steht denn da schön? Steht es nicht drin? Nein.
Na, gehört's aber nein! Und du glaubst, du könntest ausgerechnet so ein Trampi wie du bist brauchen? Oh, geh, du kannst doch gar nicht kochen. Moment einmal. Was kann ich? Ich kann nicht kochen? Nein. Dann fragst du mal meine Sei, ob ich nicht kochen kann. Jetzt pass mal auf. Wer kocht denn bei uns das Saufutter? Ich. Und wer hat denn bei uns das Saufutter gekocht, wie ich einmal nicht da war? Du. Und wer hat das Saufutter dann gefressen, weil es unsere Sei nicht gemein haben? Mir. Jetzt frage ich dich, ob ich nicht kochen kann. Jetzt schaust du aber, dass du an der Arbeit kommst. Ja, ich geh schon. Und danach gehst du ein bisschen spazieren mit meinem Kind, mit Bäderl, gell? Und was ist bitte mit meinen Ausgang heute Abend und so? Hm? Also wenn meine Schwester die Arbeit macht, dann soll es mir gleich sein. Ui. Na, ist meine Freizeit schon wieder gerettet. Weil deine Schwester, gell, das ist ja so ein Nette. Das ist kein so ein... Ja. Jetzt hätte ich bald Drachen gesagt. Sag einmal. Freches Frauenzimmer, freches. Wen meinst du denn? Geh, wen wär den Morner? Die Philomena halt. Komm, jetzt reg die wegen derer nicht auf, in deinem Zustand. Ach, die ist schon recht so was ist. Ja, freilich, du musst dir natürlich wieder helfen. Glaub mir's, wenn die einmal heiraten, dann wird's bestimmt ganz anders. Was? Die und heiraten? Wer glaubst denn, dass die mag? Ja, der Hirs natürlich. Der Hirs? Ja. Ja, die zwei passen gut zusammen. Ja. Nein, so ein Unglück. Was? Ja, gibt's jetzt dieser... Was ist denn? Was ist los? 10.000 Tote bei einem Erdbeben. Was? Wo denn? In China. Na so. 1871. Glaubst du das, Hirs? Du wirst doch so ein Depp sein. Ja, na, stimmt's doch. Was stimmt? Dass ich ein Depp bin. Die Philomena sagt's auch immer. Ja, was so. Bist du ja? Ja. Sag mal, wo warst denn du? Bei den Lehrern. Was für die Lehrer? Bei den Entlehrern. Glaubst du, du bist doch... Ein Depp, ja, ich weiß. Eine Zwischenfrage bezüglich meiner Freizeitgestaltung für heute Abend. Habt ihr das schon ausgeregt? Darf ich zu Nein, hab ich gesagt und dabei bleiben. Das ist die Grande. Nächst du fort, oder was? Ja, natürlich. Aber wenn du ins Kino gehst und einen Sexfilm anschaust, geh auch mit. Du. Sowieso. Ein Sexfilm? Freilich. Was tatst denn du in einem Sexfilm? Dreh gleich auch mal anschauen. Außerdem kannst du nicht einmal bis 7 zählen. Ah, da muss ich ja lachen. Ich kann nicht bis 7 zählen. Nein, wirklich nicht. Was? Also, los, komm, raus. Jetzt gleich? Ja, sowieso, fang an, da. Hier, zeig, was kannst. Auf geht's. Sofort. Sofort. Ganz schnell. Wie soll das gleich wieder angegangen? Nein. Hab schon. 1, 2, 3, gesoffen. Nein, wirklich nicht. 1, 2, 3, also das mir jetzt nichts zum Saufen. Nein. 4, nicht? Ja. 5. Und, weiter? 6 Film. Tatsächlich. Also geh mit mir. Zeig dir, bis weiter geht. Ja, die übrigen, jetzt für dich allerhöchste Eisenbahn. Die Sommerzeit ist da, du musst die Uhren umstellen. Ja, das mache ich nicht mehr, das habe ich vorher gesagt gemacht. Da hat mir die Bayerin eine runtergehauen. Wieso denn? Ja, weil ich die Gas und Wasser auch umgestellt habe. Na, was habe ich da gesagt? Ja, was ist, Peppi? Bei dir ist es das Gleiche. Was? Ja, du kannst da langsam ans Heiraten-Dinger, hä? Was meinst du? Möchtest du mir sagen, wen? Okay, der darf sich schon finden. Da wäre zum Beispiel... Na, Dankeschön, den muss ich nicht haben. Du weißt doch gar nicht, wen ich mein. Ja, den Dullinger Theo, wenn sonst. Ja, genau. Und? Und? Der Theo und ich? Das ist gar nicht dran zu denken. Okay, warum machst du denn nicht? Erstens ist er der leichtsinnigste Bursch auf der ganzen Welt. Zweitens hat er schon unzählige Liebschaften gehabt. Weil er noch nicht die richtige gefunden hat. Drittens geht er jeder Arbeit aus dem Weg. Viertens. Aha, jetzt weißt du nichts mehr, gell?
Naja, viertens weiß ich ja nicht einmal, ob er mich mag. Von Liebe ist bei uns noch nichts geredet worden. Oh mein, im Gegenteil. Wenn wir 5 Minuten beieinander sind, dann streiten wir schon auch so, als ob wir 25 Jahre verheiratet waren. Herr May, du bist heute unerträglich und duldest keinen Widerspruch. Ja, ich bin ja auch deine Schwester. Willst du vielleicht sagen, dass ich unerträglich bin? Mit dem Theo kann man nicht auskommen. Sag ich weiß, sagt er schwarz. Und außerdem, wenn ich einmal heirate, dann möchte ich ein richtiges Mannsbild haben. Und nicht so ein Waschlappen, der das Gespött vom ganzen Dorf ist. Geht es jetzt gegen meinen Mann, den Bäder? Freilich. Sag einmal, weißt du eigentlich, wie die Leute euren Hof heißen? Na? Das ist der Pantoffelhof. Ach. Ja, und der Bäder ist der Pantoffelbäder. Okay, das ja. ist... Das ist die Wahrheit, Schwester. Hat's dem Mann ein bisschen zu kurz, ha? Ja, der mag's ja nicht anders. Meinst du? Ja. Na ja, mir geht's ja nicht so. Aber nach meinem Geschmack wäre solche eh nicht. Herein. Da schau her, der Herr Dullinger. Mhm. Wo ist denn der Bäder? Im Wirtshaus spielt der Schafkopf, warum? Auf geht's, dann holen Sie. Ich? Bin ich vielleicht Ihr Dienstbot oder was? Ja, dann lassen Sie es bleiben. Ja. Schicken Sie nach Ihrem, ich muss ihn haben, tot oder lebendig. Also wenn Sie es so dringend brauchen, dann gehen Sie doch selber runter zum Wirt und reden Sie mit ihm. Hm? Das nutzt mir nichts. Da muss ich ihn haben, da herin in der Stumm. Traurig nur, dass da zwei Weiber miteinander sitzen und kannst keine davon brauchen. Herr Dullinger, das ist eine... Gemeinheit, ich weiß. Bleib sitzen. Sie brauchen sich deswegen nicht zu entschuldigen. Oh, ja, Kinderlein. Ja, die schickt ja der Himmel. Nein, mich schickt der Kurstall. Pass auf, jetzt setz einmal deine zwei linken Blattfüße in Bewegung. Ja. Und lauf so schnell du kannst zum Wirten über. Da spielt der Schaf Herrkopf. Was ist? Ah, ich meine, da spielt der Herr Schafskopf. Sagst du ihm, er soll so schnell wie möglich zu mir da herkommen. Und was mache ich mit dem Kind dabei? Ja, gib's her. Dieses Jammerprodukt menschlicher Leidenschaft. Ich heb's dabei. Also gut, Moment einmal. War das jetzt eigentlich gerade ein Befehl? Ja. Ja, und ein Befehl, das ist ja eigentlich wie ein Auftrag, gell? Ja. Ja, und für jeden Auftrag muss man zahlen. Los, der Magel, das wird der Flügel machen. Gut, jetzt holen. So. Ja, wo ist er denn jetzt? Der wird doch nicht ins Wirtshaus Grenze. Ach so, er hat sich an das liebende Mutterherz geflüchtet. Na, wie sie den Burm gehalten haben. Ich hätte ihn vielleicht dabei ans Fensterkreuz hängen sollen zum Trocknen. Übrigens, der ist nass. Mit einer kann man gar nicht. Umgekehrt, mit ihnen kann man nicht reden. Weil sie wegen jeder Kleinigkeit beleidigt sind. Außerdem legen sie jedes Wort auf die Waagschale. Aber sie sind halt nur... Was nur? Nur ein Weibsbild. Weil wo nur der Bäder bleibt. Ja, er ist ja schon unterwegs. Philomena, du ihn noch vorher trockenlegen, ha? Gut, mach ich. Ja, halt, halt, halt. Wo willst denn du mit dem Kind hin? Das hast du doch gehört. Trockenlegen muss ich ihn und dann geh ich ein bisschen spazifizieren mit dir. Spazieren? Ja, freilich. Also gut, aber nur um den Hof rum. Höchstens bis hinter zum Obstgarten. Aha. Wenn ich die rufe, musst du mit dem Kind sofort wieder da sein. Gut. Ist das schon wieder ein Befehl? Ja. Da hast du nochmal einen Magel. Gut. Jetzt mache ich einmal Magel einen Hofrundgang. Also das ist wirklich unglaublich. Sie schaffen auf meinem Hof anders, wie wenn es der Ihre wäre. Ja, Peter, Gott sei Dank. Sag einmal, wo bleibst du denn so lang? Warum, wo brennst du denn? Weil wenn's nur brennen tat. Das schönste Erdbeben ist ein Schmarrn gegen das, was mir passiert, wenn du mir nicht hilfst. Ja. Peter, du bist mein Freund, du darfst mich nicht im Stich lassen. Das versteht sie doch von selber. Ja, das heißt, wenn sie in meiner Macht steht. Sitz dir mal her, dann sag es dir. Ja. Es steht nämlich in deiner Macht. So? Und kostet dich keinen Pfennig. Das ist schön. Aber vielleicht kann ich Ihnen helfen. Sie? Ja. Ausgeschlossen. Warum? Weil Sie, holde Jungfrau, das gar nicht haben können, was ich brauche. Vielleicht kann ich es mal für Sie anschaffen. Sie wissen ja, für Sie bin ich zu jedem Opfer bereit. Also gut, haben Sie ein Kind? Was? Können Sie innerhalb einer Stunde ganz kriegen? Nein, natürlich Sie können es nicht, als es an Start. Peter, Freund, ja. Ich brauche unbedingt ein Kind. Ja, dann schafft er halt eins an. Nein, ich brauche es da, jetzt sofort. Jetzt also sei so gut, hilf mir und leih mir deine Frau. Was? Meine Frau? Peter!
und dein Kind, nur für 8 Tage. Peter, ich lass mich nicht herleihen. Ja, geh, was soll denn der Blödsinn? Das ist kein Blödsinn. In einer Viertelstunde kommt mein Onkel. Bis dahin muss ich Haus und Hof haben, dazu eine Frau und ein Kind. Du, Peter, hast das alles. Bist mein Freund und musst mir alles für 8 Tage leihen. Alles andere erzähle ich dir später. Ja, was meinst du, Riesel? Der mir ihm den Kleinen gefallen. Sag einmal, spinnst denn du? Ich lass mich doch nicht herleihen. Es passiert Ihnen doch nichts. Sie kommen ja ungeöffnet zurück. Also. Nein, nein und 100-mal nein. Peter. Ja, ich möchte schon, aber wenn sie einmal nein sagt. Ja, schafft Zeiten, seid doch froh, wenn's der Alte mal für 8 Tage losbringt. Jetzt klang's aber dann. Freu mich, Peppi. So helfen Sie mir halt. Spielen Sie halt für 8 Tage, meine Frau. Ich weiß doch gar nicht, was eine verheiratete Frau zum Tor hat. Nein, das ist doch nicht so schwer. Da fragen Sie halt Ihre Schwester. Mein Gott, was tue ich denn? Um Gottes Willen. Was denn? Jetzt kommt der Zug mit meinem Onkel. Also, pass auf. Ich hole jetzt meinen Onkel vom Bahnhof ab. Dann schleppe ich den zu euch her. Und wenn mir niemand hilft, dann lasse ich Frau und Kind sterben und bin trostloser Witwer. Und ihr seid schuld. Na, so ein Bazi. Ja, aber guter Bazi. Oh, Gebäder. Seine Frau leiht mir doch nicht her. Ja, ja. Da muss ich der Teres aber schon recht geben. Jetzt stell dir mal vor, was in der Zeit alles passieren kann. Meinst? Ja. Und wenn's bloß um die 8 Tage allein gehen? Eben, sind doch bloß 8 Tage. Aber zu den 8 Tagen gehören auch 8 Nächte. 8 Nächte? Ja. Nein, nein, also das geht nicht. Na also. Nein. Ja, ja, dann. Peppi. Peppilein. Was? Ja, schau, dann wird halt nichts anderes übrig bleiben. Dann musst halt du 8 Tage lang Frau Dunninger spielen. Ja. Ich denke nicht im Traum dran. Herrschaftszeiten. Eine von euch zwei muss da. Ich muss gar nichts. Ich auch nicht. So hört unseren Traum bitte Philomena nehmen. Ja. Aber mir lassen wir Ruhe mit dem Schmarrn. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Frau Dunninger. Geh weiter, Riesel. Komm, red ihr zu. Schau, geholfen muss dem Theo werden. Das bin ich ihm einfach als Freund schuldig. Hat er sich Frau und Kind eingebrockt? Soll das er auslöffeln, gell? Verdammte Weibsbrüder! Aber kaufen muss dem Theo werden. Entweder so oder so. So, okay, jetzt komm rein und wir haben ja alle! Ja, ja, ja. Aha, so schaut's aus bei dir. Brav, Respekt. Ich muss konstatieren, dass ich mein Geld nicht umsonst ausgeschmissen hab, gell? Alles blitzblank sauber. Hier scheint eine liebende Frauenhand zu schalten und zu walten, gell? Wo ist denn deine Alte, hä? Also, Onkel, eine herrliche Aussicht haben wir da, das musst du unbedingt anschauen. Ja. Schau, rechts da drüben, das ist der Bahnhof, wo du angekommen bist. Links davon, das ist die Schule. Ja, das ist alles ganz schön, aber ich möchte ja wissen, wo die Kirche ist. Die ist da oben am Berg, das ist das große Haus, wo an der Uhr der Turm dran hängt. Das ist alles schön, aber ich möchte wissen, wo... Wo das Amtsgericht ist. Herr, sag noch einmal, ich möchte wissen, wo deine Alte ist. Meine Alte, du meinst damit meine Frau, gell? Ja, ja, da sollen ja gleich alle Kanarienvögel junge Katzen kriegen. Natürlich meine ich deine Alte, du Laune, du Blätter. Du möchtest also wissen, wo meine Alte ist? Ja, das möchte ich gern wissen. Ja, das darf ich selber gern wissen. Aha, ist ja gut, ich weiß nicht, wo deine Frau rumläuft. Nein, wo die noch rumläuft, das weiß ich wirklich nicht. Ja, das können wir für später auf ihm. Jetzt mag ich ein bisschen niederlegen, von der Fahrt bin ich müde. Was ist am Zimmer? Nein, Onkel, da schlaft der Verwalter. Der Verwalter? Mein Lieber, du gibst es aber Nove. Und wer schlaft da? Da drin schlaft die Magd. Die Magd? So. Wie alt ist denn die? Aber Onkel. Na, fragen wir mal wohl noch dürfen, oder? Schau, da geh mit, Onkel. Da die Treppen auf, da geht's zu deinem Zimmer. Gell? Aha, da legst du jetzt ein bisschen hin. Ja. Und wenn's dann Hunger hast, dann schrei dir, gell? Ja, na, ja. Wann weißt denn du, wann ich Hunger hab? Ja. Also, guter Abend, jetzt wieder.
Gott sei Dank. Jetzt hab ich noch ein bisschen Zeit, bevor ich mich aufhing. Theo, was ist? Ist die Luft rein? Vorläufig schon. Ja. So, darf man wieder rein für eine Stunde? Aber selbstverständlich. Ist erlaubt, dass man reinkommt. Bitte, Fräulein Peppi. Sag einmal, Theo, magst du uns nicht langsam mal erklären, was das Ganze zu bedeuten hat? Ja, aber natürlich. Bitte Platz zu nehmen. Da wollte ich noch fragen. Ja, sag einmal, was steht denn hier umeinander, ihr faule Bagage? Ha? Was? Schaut, dass an eurer Arbeit kommt, auf geht's. Wohn gehen, Stall, du kümmert dich um deine Schweinderl. Schweinderl? Und du schaut nach dem Kind, komm, was? Vielleicht ist er nass oder so was. Ja, nix wie Ergabe mit den Dienstboten, das gibt's doch nicht. Du führst aber ein strenges Regiment, mein Lieber. Ja, das muss man schon, Onkel, sonst kommt mir ja zu nichts. Recht hast du, bist ein echter Dullinger. Onkel, was? Wolltest du nicht hinlegen? Ja, freilich, ich leg mich auch nieder. Ich wollte bloß sagen, dass mein Koffer noch am Bahnhof drunter ist, den muss man holen. Ah, brauchst keine Angst haben, Onkel. Wir lassen deine Koffer nicht stehen. Gut, also gut, dann legen wir es nieder. Ja. Also nachher. Ja. Na, wir ist gleich. Komm, zwei! Ja, was ich noch. Raus! Sag einmal, wer war denn das alles, wo du da so zusammenputzt hast? Hm? Das war der Verwalter. Der Verwalter. Und die Amme fürs Kind. Aha. Und die Saumagd. Die Saumagd? So eine schöne Saumagd hast du? Da werden sich ja die Schwendern freuen, wenn die Magd da wegkommt, gell? Hark da. Dann möchte ich direkt eine Sau sein. Jetzt kommt rein. Also so geht es für nicht mehr, lieber Theo. Ja. Da werden wir in seinem eigenen Haus raus und reingeschmissen. Und aus mir macht er Saumagd. Alles, was recht ist. Bitte schon, jetzt seid's mir halt nicht bes. Ich möchte euch ja alles erklären. Ja, das wollen wir auch hoffen. Sei so gut. Ja, also dann sitzt euch her. Also passt's auf. Mein Onkel hat eine große Brauerei in München und keinen Erben. Ich bin sein einziger Neffe und hätte die Brauerei später mal übernehmen sollen. Mhm. Ich mag das Bier ganz gern, wenn's fertig ist. Aber wie es gemacht wird, das ist mir wurscht. Will ich also meinem Onkel gesagt haben. Das ist schon wieder ein Befehl. Ja. Da hast du nur mehr Magel. Gut. Jetzt mache ich einmal Magel einen Hofrundgang. Also das ist wirklich unglaublich. Sie schaffen auf meinem Hof anders, wie wenn es der Ihre wäre. Ja, Peter, Gott sei Dank. Sag einmal, wo bleibst du denn so lang? Warum, wo brennst du denn? Weil wenn es nur brennen tat. Das schönste Erdbeben ist ein Schmarrn gegen das, was mir passiert, wenn du mir nicht hilfst. Ja. Peter, du bist mein Freund, du darfst mich nicht im Stich lassen. Das versteht sie doch von selber. Ja, das heißt, wenn sie in meiner Macht steht. Sitz dir mal her, dann sag es dir. Ja. Es steht nämlich in deiner Macht. So? Und kostet dich keinen Pfennig. Das ist schön. Aber vielleicht kann ich Ihnen helfen. Sie? Ja. Ausgeschlossen. Warum? Weil Sie, holde Jungfrau, das gar nicht haben können, was ich brauche. Vielleicht kann ich es mir für Sie anschaffen. Sie wissen ja, für Sie bin ich zu jedem Opfer bereit. Also gut, haben Sie ein Kind? Was? Können Sie innerhalb einer Stunde ans Grillen? Nein, natürlich Sie können es nicht, als es an den Start. Peter, Freund, ja. Ich brauche unbedingt ein Kind. Ja, dann schafft er halt eins an. Nein, ich brauche es da, jetzt sofort. Also sei so gut, hilf mir und leih mir deine Frau. Was? Meine Frau? Peter! Und dein Kind, nur für 8 Tage. Peter, ich lass mich nicht herleihen. Ja. Geh, was soll denn der Blödsinn? Das ist kein Blödsinn. In einer Viertelstunde kommt mein Onkel. Bis dahin muss ich Haus und Hof haben, dazu eine Frau und ein Kind. Du, Peter, hast das alles. Bist mein Freund und musst mir alles für 8 Tage leihen. Alles andere erzähle ich dir später. Ja, was meinst du, Riesel? Der mir ihm den Kleinen gefallen. Sag einmal, spinnst denn du? Ich lass mich doch nicht herleihen. Es passiert Ihnen doch nichts. Sie kommen ja ungeöffnet zurück. Also. Nein, nein und 100-mal nein. Peter. Ja, ich möchte schon, aber wenn sie einmal nein sagt. Ja, schafft Zeiten, seid doch froh, wenn's der Alte mal für 8 Tage losbringt. Jetzt klang's aber dann. Freund, bitte. So helfen Sie mir halt. Ja. Spielen Sie halt für 8 Tage, meine Frau. Ich weiß doch gar nicht, was eine verheiratete Frau zum Tor hat. Nein, das ist doch nicht so schwer. Da fragen Sie halt Ihre Schwester. Mein Gott, was tue ich denn? Um Gottes Willen. Was denn? Jetzt kommt der Zug mit meinem Onkel.
Also passt auf. Ich hole jetzt meinen Onkel vom Bahnhof ab. Dann schleppe ich den zu euch her. Und wenn mir niemand hilft, dann lasse ich Frau und Kind sterben und bin trostloser Witwer. Und ihr seid schuld. Na, so ein Bazi. Ja, aber ein guter Bazi. Oh, Gebäder. Seine Frau leiht mir doch nicht her. Ja, ja. Du musst der Teres aber schon recht geben. Das darf ja nicht wahr sein. Immer wenn ich mit ihm lieb sein will, dann geht er. Das ist ja ganz gut, dass du gerade kommst, Bärin, weil so? Ich musste nämlich bezüglich meines Ausgangs heute Abend fragen, ob ich halb fortgedürft. Du musst nicht überall dabei sein. Und außerdem, wir sollten heute auf die Nacht die Viecher versorgen. Du? Was, ich? Zum Beispiel. Oder auch der Bauer. Ja, der pennt doch sowieso den ganzen Sonntag. Ja, sag einmal, woher nimmst denn du die Frechheit, dass du das weißt, in 14 Tagen schaffst du mal andere Arbeit um? Aha. Dass das du musst. 14 Tage brauch ich gar nicht mehr warten. Ne? Ich hab's nämlich wirklich nicht notwendig, dass ich da am Hof den Trottel spui. So. Wenn ich auch einer bin. So, da schau her. Jetzt hör ich einmal. Jetzt sag ich dir was. Junges. Schönes. Intelligentes. Mädchen, das auch etwas kochen kann, zu kinderlosen Ehepaar nach München gesucht. Hä? Ui, da geh ich hin. Ein Schiff haben die auch. Was? Ja, da steht's noch. Schiffre. Sag einmal, wo steht denn da schön? Steht es nicht drin? Nein. Na, gehört's aber nein. Und du glaubst, du könntest ausgerechnet so einen Trampi wie du bist brauchen? Oh, geh. Du kannst doch gar nicht kochen. Moment einmal. Was kann ich? Ich kann nicht kochen? Nein. Dann fragst du mal meine Sei, ob ich nicht kochen kann. Jetzt pass mal auf. Wer kocht denn bei uns das Saufutter? Ich. Und wer hat denn bei uns das Saufutter gekocht, wie ich einmal nicht da war? Du. Und wer hat das Saufutter dann gefressen, weil es unsere Sei nicht mehr haben? Mir. Jetzt frage ich dich, ob ich nicht kochen kann. Jetzt schaust du aber, dass du an der Arbeit kommst. Ja, ich geh schon. Und danach gehst du ein bisschen spazieren mit meinem Kind, mit Bäderl, gell? Aha. Und was ist bitte mit meinen Ausgang heute Abend und so? Ha? Also, wenn meine Schwester der Arbeit macht, dann soll es mir gleich sein. Ui. Ha, dann ist meine Freizeit schon wieder gerettet. Weil deine Schwester, gell, das ist ja so ein Nette. Und musst mir alles für 8 Tage leihen. Alles andere erzähle ich dir später. Was meinst du, Riesel? Der mir ihm den Kleinen gefallen. Sag einmal, spinnst denn du? Ich lass mich doch nicht herleihen. Es passiert Ihnen doch nichts. Sie kommen ja ungeöffnet zurück. Ach, schau. Nein, nein und hundertmal nein. Hey, da. Ja, ich möchte schon, aber wenn sie einmal nein sagt. Ihr schafft Zeiten, seid doch froh, wenn's der Alte mal für 8 Tage losbringt. Jetzt klang's aber dann. Freund, bitte. So helfen Sie mir halt. Ja. Spielen Sie halt für 8 Tage, meine Frau. Ich weiß doch gar nicht, was eine verheiratete Frau zum Tor hat. Nein, das ist doch nicht so schwer. Da fragen Sie halt Ihre Schwester. Mein Gott, was tue ich denn? Um Gottes Willen. Was denn? Jetzt kommt der Zug mit meinem Onkel. Also passt auf. Ich hole jetzt meinen Onkel vom Bahnhof ab. Dann schleppe ich den zu euch her. Und wenn mir niemand hilft, dann lasse ich Frau und Kind sterben und bin trostloser Witwer. Und ihr seid schuld. Na, so ein Bazi. Ja, aber ein guter Bazi. Oh, Gebäder. Seine Frau leiht mir doch nicht her. Ja, ja. Du musst dir der Teres aber schon recht geben. Jetzt stell dir mal vor, was in der Zeit alles passieren kann. Meinst du? Ja.
Und wenn es bloß um die 8 Tage lagern? Eben, sind doch bloß 8 Tage. Aber zu den 8 Tagen gehören auch 8 Nächte. 8 Nächte? Ja. Nein, nein, also das geht nicht. Na also. Nein. Ja, ja, dann. Peppi. Peppilein. Was? Ja, schau, dann wird halt nichts anderes übrig bleiben. Dann musst halt du 8 Tage lang Frau Dunninger spielen. Ja. Ich denk nicht im Traum dran. Herrschaftszeiten. Eine von euch zwei muss da. Ich muss gar nichts. Ich auch nicht. So hört unseren Brand bitte Philomena nehmen. Ja. Aber mir lassen wir Ruhe mit dem Schmarrn. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Frau Dunninger. Geh weiter, Resel. Komm, red ihr zu. Schau, geholfen muss dem Theo werden. Das bin ich ihm einfach als Freund schuldig. Hat er sich Frau und Kind eingebrockt, soll das er auslöffeln, gell? Verdammte Weibsbrüder! Aber geholfen muss dem Theo werden. Entweder so oder so. So, okay, jetzt komm rein und So schaut's aus bei dir. Brav, Respekt. Ich muss konstatieren, dass ich... Ich bin ja. Ich habe einen ausgesprochenen Metzger-Sopran. Ich muss ja Ohrwaschel gehabt haben, als wäre Straubinger Sau. Du, Kai, musst du überhaupt nicht mitreden. Du bist ja ein Depp. Oh, dass du mich immer bei meinem Vornamen nennen musst. Jetzt brauchst du bloß sagen, dass du kein Depp bist. Warum? Wer zum Beispiel hat denn heute Nacht an meine Kammer kommen wollen? Hä? Wer? Ja, wer hätte jetzt das sein sollen? Achso, ja, ich wollte kommen. Mhm. Und warum bist du dann nicht gekommen? Ich bin ja gekommen. Was? Eine geschlagene. 3/4. So lang? Minuten habe ich an deiner Tür geklopft. Aber du hast nicht aufgemacht. Wirklich? Ja. Puh, dann muss ich geschlafen haben. Eben, so wie das. Verstehe. Also jetzt pass auf. Ja, jetzt pass auf. Wir haben ausgemacht, dass du um 10 Uhr zu mir an meine Kammer kommst. Ich war ja um 10 Uhr da. Um 10 vor 12 Uhr. Ja, sag mal, du Depp, warum bist du auch nicht um 10 Uhr gekommen, wie es ausgemacht war? Da hab ich geschlafen. Also? Hab ich doch recht. Bist doch ein Depp. Ja, vielleicht stimmt's. Ja, aber. Aber dabei kannst du mir jetzt. Leicht ein Puzzle geben. Ja. Jetzt geht's leider nicht. Warum geht's jetzt leider nicht? Weil ich muss. Was musst du? An einen Platz, wo der Mensch nicht zu zweit sein kann. Hä? Ja, nicht wahr sein. Immer wenn ich mit ihm lieb sein will, dann geht er. Das ist ja ganz gut, dass du gerade kommst, Bärin, weil so? Ich musste nämlich bezüglich meines Ausgangs heute Abend fragen, ob ich halb fortgedürft. Du musst nicht überall dabei sein. Und außerdem, wir sollten heute auf die Nacht die Viecher versorgen. Du? Was, ich? Zum Beispiel. Oder auch der Bauer. Ja, der pennt doch sowieso den ganzen Sonntag. Ja, sag einmal, woher nimmst denn du die Frechheit, dass du das weißt, in 14 Tagen schaust du mal andere Arbeit um? Aha. Dass das du musst. 14 Tage brauch ich gar nicht mehr warten. Ne? Ich hab's nämlich wirklich nicht notwendig, dass ich da am Hof den Trottel spiele. So. Wenn ich auch einer bin. So, da schau her. Jetzt hör ich einmal. Jetzt sag ich dir was. Junges! Schau und Kind eingebrockt, soll das er auslöffeln, gell? Verdammte Weibsbrüder! Aber geholfen muss dem Theo werden. Entweder so oder so. So, okay, jetzt komm rein und hör auf, ja, alle! Aha,
so schaut's aus bei dir. Brav, Respekt. Ich muss konstatieren, dass ich mein Geld nicht umsonst ausgeschmissen hab, gell? Alles blitzblank sauber. Hier scheint eine liebende Frauenhand zu schalten und zu walten, gell? Wo ist denn deine Alte, hä? Also Onkel, eine herrliche Aussicht haben wir da, das musst du unbedingt anschauen. Ja. Schau, rechts da drüben, das ist der Bahnhof, wo du angekommen bist. Links davon, das ist die Schule. Ja, das ist alles ganz schön, aber ich möchte ja wissen, wo die Kirche ist. Hä? Die ist da oben am Berg, das ist das große Haus, wo an der Uhr der Turm dran hängt. Das ist alles schön, aber ich möchte wissen, wo... Wo das Amtsgericht ist. Ja, sag noch einmal, ich möchte wissen, wo deine Alte ist. Meine Alte, du meinst damit meine Frau, gell? Ja, da sollen ja gleich alle Kanarienvögel junge Katzen kriegen. Natürlich meine ich deine Alte, du Lalle, du Blätter. Du möchtest also wissen, wo meine Alte ist? Ja, das möchte ich gern wissen. Ja, das darf ich selber gern wissen. Aha! Ist ja gut, ich weiß nicht, wo deine Frau rumläuft. Nein, wo die noch rumläuft, das weiß ich wirklich nicht. Ja, das können wir für später auf ihm. Jetzt mag ich ein bisschen niederlegen, von der Fahrt bin ich müde. Was ist da mein Zimmer? Hm? Nein, Onkel, da schlaft der Verwalter. Der Verwalter? Mein Lieber, du gibst es aber Nove. Ja, und wer schlaft da? Da drin schlaft die Magd. Die Magd? So. Wie alt ist denn die? Aber Onkel. Na, fragen, wie wir wohl noch dürfen, oder? Schau, da geh mit, Onkel. Da die Treppen auf, da geht's zu deinem Zimmer, gell? Aha, da legst du jetzt ein bisschen hin, und wenn du dann Hunger hast, dann schrei ich dir, gell? Ja. Wann weißt denn du, wann ich Hunger hab? Gott sei Dank. Jetzt hab ich noch ein bisschen Zeit, bevor ich mich aufhing. Psst, Theo, was ist? Ist die Luft rein? Vorläufig schon. Ja. So, darf man wieder rein für eine Stunde? Aber selbstverständlich. Ist erlaubt, dass man reinkommt. Bitte, Fräulein Peppi. Sag einmal, Theo, magst du uns nicht langsam mal erklären, was das Ganze zu bedeuten hat? Ja, aber natürlich. Bitte Platz zu nehmen. Da wollte ich noch fragen. Ja, sag einmal, was steht denn hier umeinander, ihr faule Bagage? Ha? Was? Schaut, dass an eurer Arbeit kommt, auf geht's. Komm, geh in den Stall, du kümmert dich um deine Schweinderl. Schweinderl? Und du schaut nach dem Kind, komm, vielleicht ist er nass oder sonst was. Ja, nix wie Ergabe mit den Dienstboten, das gibt's doch nicht.